Ich zeige Ihnen nun, wie man Tabellen und Diagramme anpasst. So können Sie die Daten auswerten, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind. Am einfachsten entdecken Sie neue Werbechancen, wenn Sie regelmäßig Ihre Leistungsdaten überprüfen. Mit Tabellen und Diagrammen erkennen Sie bestimmte Trends oder finden Antworten auf konkrete Fragen zu Ihren Anzeigen. Den Zeitraum Ihrer Leistungsdaten können Sie oben rechts auf der Seite anpassen. Die Änderung wirkt sich auf all Ihre Kontoseiten aus. Sie können auch Daten zweier Zeiträume miteinander vergleichen, indem Sie diese auswählen und auf Übernehmen klicken. Klicken Sie im Diagramm auf das Dreipunktsymbol, um eine tägliche, wöchentliche, monatliche, vierteljährliche oder jährliche Darstellung der Leistung auszuwählen. Bewegen Sie die Maus über das Liniendiagramm. So erhalten Sie Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie können Tabellenspalten hinzufügen oder entfernen, neu anordnen oder eine Spaltenauswahl speichern. Klicken Sie dazu auf das Spaltensymbol und dann auf Spalten anpassen. Klicken Sie auf eine Kategorie, um die verfügbaren Spalten zu sehen, oder geben Sie im Suchfeld eine Spaltenbezeichnung ein. Klicken Sie das entsprechende Kästchen an, um eine Spalte hinzuzufügen. Nun wird sie in der Liste rechts aufgeführt. Möchten Sie eine Spalte entfernen, klicken Sie rechts daneben auf das X. Um die Reihenfolge der Spalten zu ändern, klicken Sie diese einzeln an und ziehen Sie sie an die gewünschte Position in der Liste. Soll Ihre Auswahl gespeichert werden, klicken Sie auf Spaltenauswahl speichern. Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf Übernehmen. Um die Spaltenbreite in der Tabelle zu verändern, ziehen Sie den Rand der Spaltenüberschrift nach links oder rechts. Zum Sortieren einer Tabelle klicken Sie auf die Überschrift der Spalte, nach der Sie die Daten sortieren möchten. Um die Reihenfolge umzukehren, klicken Sie erneut auf die Überschrift. Sie können Tabellendaten segmentieren, um die für Sie wichtigsten Informationen hervorzuheben. Klicken Sie hierzu auf das Segmentierungssymbol und wählen Sie die Dimensionen für die Segmentierung von Zeilen aus. Wenn Sie zum Beispiel Geräte auswählen, sehen Sie für all Ihre Anzeigen und Kampagnen nur die entsprechenden Daten. Sie können Tabellendaten filtern, um die wichtigsten Informationen zu sehen. Klicken Sie auf das Filtersymbol und wählen Sie die gewünschten Daten aus. Zum Beispiel Klicks und 10. Klicken Sie dann auf Übernehmen. Nun sehen Sie die Ergebnisse mit mehr als 10 Klicks. Über der Tabelle wird nun die Filteroption in Blau angezeigt. Sie können Filternamen auch direkt eingeben. Klicken Sie auf das X, um Filter zu entfernen. Segmentierungen und Filter haben keinen Einfluss auf die Anzeigen- oder Kampagnenschaltung. Sie wirken sich nur auf die Darstellung von Daten aus. Um das Diagramm auszublenden, klicken Sie oben rechts auf das Dreipunktsymbol und dann auf Diagramm ausblenden. Damit das Diagramm eingeblendet wird, klicken Sie in der Tabelle auf das Dreipunktsymbol und dann auf Diagramm anzeigen. Um es zu vergrößern, klicken Sie auf das Symbol Diagramm maximieren. Über das Symbol Diagramm minimieren kehren Sie zur Standardansicht zurück. Um die Messwerte in einem Diagramm zu ändern, klicken Sie oben rechts auf die Dropdown-Menüs. Es können maximal zwei Messwerte gleichzeitig dargestellt werden. Wenn Sie Filter anwenden, werden im Diagramm nur die entsprechenden Messwerte angezeigt. Weitere Informationen zur neuen Oberfläche finden Sie in der AdWords-Hilfe.